Herzlich willkommen bei Konzepte und Heilkunst. In diesem Video erfahren Sie, warum Schüssler Salz Nummer 9, Natriumphosphoricum, extrem wichtig für den menschlichen Organismus ist. Bleiben Sie dran und machen Sie sich bereit. Es wird spannend. Versprochen. Möglicherweise stellen auch Sie sich gerade die Frage, wofür Schüssler Salz Nummer 9, Natriumphosphoricum steht. Die drei Haupteigenschaften sind folgende. Natriumphosphoricum unterstützt den Körper bei der Regulation des Säure-Base-Haushaltes. Säuren werden in eine ausscheidbare Form gebracht, was die Nieren entlastet. Der menschliche Organismus ist darauf angewiesen, dass der Körper mit den aufgenommenen und im Stoffwechsel entstandenen Säuren gut umgehen kann. Können Säuren nicht über Nieren, Lunge, Leber, Haut ausgeschieden werden, bleibt nur der Weg in das Bindegewebe, wo es zu einer Reaktion mit Eiweiß kommt. Das Gewebe verfestigt sich, was die Fähr- und Entsorgung schwieriger macht. Übrigens, wenn Sie mehr zum Säure-Base-Haushalt erfahren möchten, können wir Ihnen einen kostenlosen zweistündigen Vortrag und ein kostenloses E-Book anbieten. Alle Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung des Videos. Kommen wir nun zur zweiten wichtigen Funktion von Natriumphosphoricum. Dieser Mineralstoff steuert maßgeblich den Kohlenhydrat- und Fetthaushalt. Sind diese Stoffwechselbereiche beeinträchtigt, kann es zu Übergewicht mit Fettleibigkeit kommen. Natriumphosphoricum hat einen starken Bezug zum Lymph- und Immunsystem. Ist das Lymphsystem mit Säuren überlastet, kann sich das direkt auf die Immunzellen auswirken. Säuren docken an die Abwehrzellen an und reduzieren die Abwehrleistung des Immunsystems. Dadurch steigt die Infektanfälligkeit. Was passiert, wenn dem Körper Natriumphosphoricum fehlt? Das wollen wir uns hier auf dieser Folie einmal genauer anschauen. Vielleicht kennen Sie das sogenannte Müdigkeitsloch am Nachmittag. Ist der Körper nicht in der Lage, die aufgenommene Nahrung zu verwerten und in Energie umzuwandeln, so entstehen belastende Säuren, die müde machen. In extremen Fällen ist man nicht mehr leistungsfähig und muss sich umgehend hinlegen. Vielleicht kennen Sie auch das starke Verlangen nach Süßigkeiten und Mehlspeisen, die im Endeffekt das Problem nur noch weiter verschärfen. Ist der Körper nicht in der Lage, den Säure-Base-Haushalt zu regulieren, kann es zu Sodbrennen, Gastritis und Zystitis kommen. In der Regel haben wir es auch mit einer gestörten Schleimhautbildung zu tun, was wir bereits im letzten Video zum Natriumchloratum besprochen haben. Der Hauptmineralstoff bei allen rheumatischen Beschwerden ist Nummer 9, Natriumphosphoricum. Werden Säuren nicht gebunden und ausgeschieden, müssen diese im Bindegewebe eingelagert werden, wo diese dann Probleme verursachen. Übrigens, fehlt das Natriumphosphoricum im Körper, um Säuren zu neutralisieren, hat der Körper die Möglichkeit, ersatzweise Mineralstoffe aus den Zähnen und Knochen zu entnehmen, um das Problem mit den Säuren zu beheben. Weitere Störungen, die wir den Schüssler Salzen Nummer 9, Natriumphosphoricum und Nummer 10, Natriumsulfuricum zuordnen können, ist Neurodermitis, Orangenhaut und Abszesse. Mehr zu Natriumsulfuricum hören Sie im nächsten Video. Vergessen Sie bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Natriumphosphoricum spielt für die Steuerung und Verwertung von Kohlenhydraten und Fetten eine wichtige Rolle. Können Kohlenhydrate und Fette nicht hinreichend verstoffwechselt werden, kann es zu Fettleibigkeit kommen. Haut und Haare sind fettig und es kommt zu unreiner Haut. Wenn Sie der Meinung sind, dass das wertvolle Informationen sind, würden wir uns über ein Like freuen. Woran kann man erkennen, dass dem Körper Natriumphosphoricum fehlt? Für diesen Mineralstoff gibt es verschiedene Merkmale im Gesicht. Zum einen finden wir im Gesicht den sogenannten Fettglanz. Das ist ein stumpfer Glanz, der sich auf der Haut bildet. Das Fett kann in der Haut nicht mehr gebunden werden und tritt über die Haut aus. Das Fett auf der Haut kann abgewischt werden. Bei diesen Menschen finden wir häufig Pickel und Akne im Gesicht. Die Haut weist Rötungen und Unreinheiten auf. Ein weiteres Zeichen ist das gerötete Kinn. Je ausgeprägter die Rötung vorhanden ist, umso größer ist der Mangel. Bei Frauen kann die Rötung am Kinn während der Periode stärker sichtbar sein. Fehlt Natriumphosphoricum, zeigen sich häufig Falten über der Oberlippe. Wir kennen mittlerweile die Hautzeichen für 27 verschiedene Mineralstoffe. Den meisten Mineralstoffen können mehrere Zeichen zugeordnet werden, weshalb das Erlernen dieser Analysetechnik nicht ganz einfach ist.
Aus diesem Grund gibt es spezielle Ausbildungen, um die Bedarfsfeststellung und die Einnahmeplanung erlernen zu können. Auf diesen beiden Fotos kann man die vorhin besprochenen Hautzeichen gut erkennen. Im Bild links sind die Säurefalten von der Oberlippe ausgehend gut zu erkennen. Die Falten über der Lippe treten beim Sprechen stärker zutage. In einigen Fällen sind die Falten im Ruhezustand nicht sichtbar. Im Bild rechts ist das gerötete Kinn und die unreine Haut zu erkennen. Kommen wir nun zur äußeren Anwendung. Wenn es um das Thema Schüssler Salze geht, denken die meisten Menschen in erster Linie an die Einnahme der Schüssler Tabletten. Die äußere Anwendung von hochverdünnten Mineralstoffen wird leider oft übersehen, obwohl diese in bestimmten Fällen sehr wichtig ist. Denken Sie beispielsweise an Neurodermitis, Verletzungen, Knoten, Verhärtungen, Verbrennungen, Prellungen, Zerrungen, Verspannungen, Entzündungen, Schmerzen und so weiter. Bei fast allen lokalen Beschwerden ist die äußere Anwendung sinnvoll. In der Regel wirkt die Kombination aus Einnahme und äußerer Anwendung besser als die Einnahme alleine. Folgende äußere Anwendungen stehen uns zur Verfügung: Breimischung, Bäder, Nasentropfen, Zäpfchen, Waschung, Auflagen, Gurgellösung, Salben, Cremes, Gele. Auf den Bildern sehen Sie, wie eine Breimischung angefertigt und aufgetragen wird. Die Tabletten werden mit etwas Wasser angerührt, bis sich eine quarkähnliche Konsistenz einstellt. Der Brei wird dann auf die Haut aufgetragen. Eine Frischhaltefolie verhindert, dass der Brei zu schnell austrocknet und abbröselt. Nach ca. 15 Minuten kann man die Breimischung abwaschen und mit einer mineralstoffhaltigen Creme nachpflegen. Obwohl sich durch die Einnahme von Schüssler Salzen viele Funktionsstörungen im und am Körper bessern oder beheben lassen, gibt es dennoch immer wieder Fälle, bei denen die vollständige Heilung auf sich warten lässt. Nicht selten bestehen Heilungshindernisse, die sich während des Heilungsprozesses als hartnäckige Bremsklötze herausstellen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist Ihnen bekannt, dass sich eine ausgewogene, gesunde Ernährung außerordentlich positiv auf den Gesundheitsstatus auswirkt. Leider ist es so, dass sich nur die wenigsten Krankheiten, Leiden und Beschwerden alleine durch eine Ernährungsoptimierung beheben lassen. Man muss die Gesundheitsbausteine eher in Kombination sehen. Eine mangelhafte Ernährung kann nicht durch die Einnahme von Schüssler Salzen ausgeglichen werden. Beides wird benötigt: Schüssler Salze und eine gute, typgerechte Ernährung. In einigen Fällen macht es sogar Sinn, zusätzlich bestimmte ausgewählte Nahrungsergänzungsmittel, NM, einzunehmen. Mit der Kombination aus Schüssler Salzen, der Ernährung und Nahrungsergänzungsmitteln hat man eine sehr gute Versorgung auf der körperlichen Ebene. Der Körper bekommt das, was für ein gesundes Leben notwendig ist. Jedoch können seelische Probleme den Heilungsprozess massiv beeinflussen, was den Einsatz spezieller therapeutischer Mittel erforderlich macht, zum Beispiel Bachblüten oder andere Essenzen. Falls energetische Blockaden den Energiefluss im Körper beeinträchtigen, kann auch dies massive störende Auswirkungen haben. Störzonen im Gehirn, zum Beispiel ausgelöst durch einen Schock oder ein anderes belastendes Ereignis, können pausenlos Störsignale aussenden oder den Energiefluss bremsen. Auch wenn die moderne, westliche, wissenschaftliche Medizin diesen Bereich nahezu vollständig ausblendet, so weiß man in der Komplementärmedizin schon lange, dass sich der ungehinderte Fluss von Energien außerordentlich vorteilhaft auf die Gesundheit auswirkt. Schreiben Sie jetzt in die Kommentare: Welche Heilmittel verwenden Sie und welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Bis zum nächsten Mal.